Ladies and Knights, willkommen zurück am Roundtable auf Camelot. Bevor es sehr bald mit der untoten Version der 9. Legion in Britannien, genauer gesagt auf Avalon, weitergeht, das wird ja in Bälde erscheinen als Standalone, spiele ich noch ein wenig den Endgame-Content mit der Season Verdunklung. Also High-Level-Helden metzeln sich durch High-Level-Missionen, Level 20 bzw. 21 aufwärts. Doch bevor wir das tun, sollten wir vielleicht nochmal zusammen unsere Erinnerungen auffrischen, was man im Camelot alles tun kann bislang und was neu hinzugekommen ist. Denn mit der Season Verdunklung kam ein Seed-Altar, auf dem man ominöse Dunkelsplitter opfern kann und seine Party verbessern kann, missionsübergreifend. Und mit dem Update 2.0 im Rahmen des Konsolen-Releases vor kurzem kam auch noch die Schmiede hinzu. Natürlich kann man dort Waffen und Rüstung verbessern gegen Edelsteine. Also Edelsteine und Dunkelsplitter kann man ab jetzt sammeln, vorher ging das noch nicht. So, dann schauen wir mal, was auf Camelot noch so los ist nach all den Monaten. Wir lesen gerade, ein Held ist zurückgekehrt, aber nicht irgendein Held. Nein, es ist Sir Lancelot. So, aber was müssen wir da lesen? Ihm ist es nicht gelungen, die Mission zu erfüllen. Ja, wir quittieren das mit einem kalten Blick und registrieren mit den Sätzen, er hat eine Verletzung davongetragen. Er muss also ins Hospital. Ja, mit der Season Verdunklung kam der neue Seed-Altar hinzu. Weiß jemand, wie man das ausspricht? Seed, Sheed. Auf jeden Fall sind das Fey-Wesen, also Feenwesen. Und ja, was kann man hier machen? Das schauen wir uns jetzt mal an. Verwende hier deine Dunkelsplitter, um globale passive Boni freizuschalten, die all deine Helden betreffen. Also hier kann man die ganze Heldentruppe aufleveln. Ja, also ein großer Skillbaum, der global gilt. Für alle Helden. So, dann, das ist das Symbol für Dunkelsplitter hier, dieses rosa-weiße. Dann haben wir hier eine blaue Seite, Ägide des Mondes. Zum Beispiel Resistenz gegen Frost und Schock und Einfrieren. Die rechte Seite scheint mir dann auf den Winter bezogen. Da schneit es ja auch. Und die linke Seite ist wohl, ich weiß nicht, für Licht, Wärme. Auf jeden Fall sehr hell. Hat das was mit der Sonne zu tun? Also Sommer und Winter? Das kann sein. Also zurücksetzen würde 100 Reliquienstaub kosten. Den Reliquienstaub, den gab es ja schon vorher, den kann man sammeln. Beziehungsweise man findet meistens Reliquien und die kann man auch zermahlen, dann hat man den Staub. Also opfern heißt das im Spiel. Ich denke, das ist soweit klar hier mit dem Altar. Also Dunkelsplitter sammeln und einsetzen. Das ist also neu mit der Endgame-Season-Verdunklung. So, was ganz Neues mit Patch 2.0, die Schmiede, die kenne ich auch noch nicht. Schmiede, die Steinsetzerin fertigt in ihrer wundersamen Werkstatt legendäre Gegenstände an. Seltene Edelsteine sind in ganz Avalon zu finden und die Steinsetzerin kann damit in ihrer geschäftigen Werkstatt Ausrüstung für dich verstärken und deren Werte, Stufe oder sogar Seltenheit erhöhen. Aha. Und wir müssen die Schmiede erstmal bauen für 500 Gold und 500 Gebäuderessourcen, also sprich Stein. Ja, das werden wir natürlich tun.
Wir haben ja auch genügend Ressourcen gesammelt und Gold. Ja, wir haben ja auch in über 100 Stunden oder fast 100 Stunden gebraucht, um King Arthur zu besiegen. Die alte untote Socke. Ja gut, ich will nicht spoilern, wer es nochmal spielen will. 2021 und 2022 mein meistgespieltes Spiel. So, die Schmiede. Man kann Smaragde, Saphire und Topas einsetzen. Wenn wir 10 Edelsteine geringerer Seltenheit gegen einen höheren eintauschen. Ja, gegen höhere eintauschen, Punkt. Durch Verbessern der Schmiede kannst du auch neue Funktionen freischalten. Das kennt man ja schon von den anderen Gebäuden. Man kann die Gebäude upleveln. Meistens gegen Gold und Steine. Also, man kann Rüstung und Waffen verbessern. Also einfach aus dem Inventar da reinziehen und Edelsteine einsetzen und ja. Fertig ist die Laube, beziehungsweise die neue Waffe. Also hier in King Arthur ist das ein bisschen anders mit den Waffen. Also man findet nicht andauernd Schwerter, sondern eher Runen. Die verbessern die Waffen. Also man hat eigentlich nur Waffensymbole, Waffenslots und da kann man Runen einsetzen und dann haben die verschiedene Werte. Also Siegel, Amulette, Ringe. Also das ist hier Abteilung Waffen, was man hier gerade sieht. Und da habe ich zum Beispiel die Adalas-Rune des Schlachtenmeisters eingesetzt. Und da gibt es +4 Schaden, +1 Zug Blutung und nochmal extra Schaden gegen niedergeschmetterte Einheiten, also die man umgeworfen hat mit einer Spezialfähigkeit. Manche Runen sind auch an Klassen gebunden und Level, ja. Also man kann das schon so ein bisschen tüfteln, was man wo einsetzt und man findet jede Menge, allerdings nicht zu viel. Also man kann auch Sachen verkaufen. Also ich finde die Lootmenge gerade noch so interessant. So, jetzt ziehen wir mal hier diese Rune hier rüber und jetzt würde ich mit einem Saphir diese Rune bzw. das Schwert um +1 stärker machen, also +1 Schaden. Ja, es ist nicht so spektakulär, aber wenn wir mehr Edelsteine hätten, könnten wir sie auch stärker machen. Wenn man die Schmiede noch ausbaut, kann man dann auch die Stufe neu schmieden, also die ganze Waffenstufe. Und die Seltenheit kann man dann auch noch verbessern. Wobei ich jetzt gerade gar nicht weiß, was die Seltenheit bringt konkret. Ich meine, Schaden ist klar, je mehr, desto besser. Das müsste man sich dann mal im Alter angucken, wenn es soweit ist, wenn man die Schmiede verbessert, wo dann der konkrete Vorteil ist. Ja, aber das mit der Verstärkung ist ja selbsterklärend. Mehr Schaden für ein Saphir. Das wäre die einfachste Version, ohne die Schmiede verbessert zu haben. Da kann man sich natürlich jetzt fragen, wartet man, bis man mehrere hat? Ist wahrscheinlich besser, weil ich habe schon ganz gute Runen. Die will ich jetzt nicht so... Ja, man kann sie wahrscheinlich auch mehrfach verbessern. Also man muss es gar nicht in einem Rutsch tun, denke ich mal. Aber ist ja auch neu für mich hier. Also man kann die Verstärkung erhöhen. Wenn ich jetzt also das kaufe, diese Verbesserung, dann müsste ein Saphir
statt plus 1 plus 2 bringen, so wie ich das verstehe. Okay, ja. Also unten sind die gesammelten Steine. Also diese Steine hatte ich schon in der letzten Level 20 Mission gesammelt, die noch nicht zum neuen Endgame Season Content gehörte. Aber das ist ab sofort drin im Game, also auch wenn ihr ältere Missionen spielt, die vielleicht noch nicht gemacht worden sind. Man muss ja nicht alle machen, es gibt ja auch Nebenmissionen, die kann man erstmal liegen lassen und später spielen. So, also zwei neue Gebäude, Schiedaltar und Schmiede. Was im neuen Game Legion 9, also 9. Legion dann drin sein wird, das weiß ich nicht. Also ich nehme mal an, dass man nicht Camelot hat, weil man spielt ja die Römer. Wer sich allgemein hier über die Hintergründe informieren will, also es geht ja um die mystische Insel Avalon. Da ist Mordred wiedergeboren worden und der hatte vor seinem Ableben König Artus versucht zu töten. Also Mordred ist im Prinzip ein böser Ritter. Und ja, aber irgendwie sind beide noch nicht ganz tot und erwachen beide auf Avalon, darum geht's. Und Camelot ist im Prinzip auch nur ein Abbild des echten Camelot. Wobei ja gar nicht klar ist, ob es das echte Camelot überhaupt gab, aber naja. Irgendeine Burg wird schon gegeben haben, auf die sich die Sage bezieht. So, dann haben wir unsere Helden, die wir eingesammelt haben. Nee, Quatsch, das sind alle Helden, die man jemals einsammeln kann. Das sind ja eine ganze Menge. Und die meisten haben wir eingesammelt. Also Sir Mordred war einer der größten Ritter der Tafelrunde. Und mein Lieblingsritter, den Feenritter, der im Prinzip auch eine Feenkreatur ist. Und zu den Cili gehört. Cili sind, glaube ich, auch irgendwie Feenwesen. Ich blicke da manchmal auch nicht so durch. Schiede, Cili, Feen. Ja, ist alles ein bisschen verzwickt, was das Lore angeht. Da muss man wahrscheinlich 10 dicke Avalon-Bücher von Marion Zimmer Bradley gelesen haben, damit man das alles schnallt. Wir haben jede Menge Haut-drauf-Ritter, Sir Lenville, aber auch Bogenschützin wie Lady Dindrain, die natürlich, wie ihr alle wisst, Sir Parsivals Schwester ist. Aber auch eine wirkliche historische Persönlichkeit, Lady Boudicca, weiß jemand, wie man das ausspricht, die eine Rebellion gegen die Römer in Britannien geführt hat. Also das ist sogar historisch verbürgt, also eine Keltin. Aber wie ihr alle wisst, wer gegen die Römer rebelliert, kriegt irgendwann, ja, landet irgendwann auf dem Schafott sozusagen und ja, die Rebellion wurde natürlich niedergeschlagen. Ja, das vermischt sich ja alles so ein bisschen, diese ganze Historie, Britannien, Römer, Avalon. Irgendwo passt es natürlich auch gar nicht zusammen, weil das sind ja im Prinzip Ritter des Hochmittelalters hier, was die Rüstung angeht und die Römer waren natürlich viel früher in Britannien. Also da vermischt sich Sage und Historie. So, dann haben wir noch ein paar nette Ladies auch, Lady Guinevere. Guinevere, ihre Schönheit war natürlich legendär und jeder am Hof und Camelot wollte neben ihr sitzen oder so ähnlich. Lady Morgana Le Fay, also die kenne ich glaube ich auch noch auf dem Roman Die Nebel von Avalon, das ist mir so eine Hexe. Also so eine Verfechterin des alten Glaubens. Lady Isolde, das ist die Gattin von Tristan. Es gibt ja auch so eine Sage oder Tragödie, Tristan und Isolde. Ja, viele kenne ich auch gar nicht, so Bors nie gehört.
Muss man auch nicht unbedingt. Dann gibt es hier noch Herausforderungen. Einige habe ich schon bewältigt, zum Beispiel Gegner 200 Mal mit Gift umgebracht oder... Aber selbst nach 100 Stunden hat man nur einen Bruchteil davon erfüllt. Dann gibt es noch eine Art Anleitung in Stichwörterform, beziehungsweise auch sogar mit Video. Die Ausrichtung ist zum Beispiel sehr wichtig, denn wenn man Schaden von hinten kassiert, zählt der 30% mehr. Man kann Helden wiederbeleben, man kann sich verstecken, es gibt jede Menge Tränke. Dann gibt es Schreine, die einen buffen können während der Kampfeinsätze, und rasten kann man auch während der Kampfeinsätze bzw. dazwischen, damit man sich so ein bisschen erholen kann, weil oft sind die Missionen länger in verschiedene Unterkämpfe unterteilt. Man muss nicht alle Kämpfe mitnehmen, aber man kann, wenn man alle machen will, muss man sich meistens erholen am Lagerfeuer. Dann gibt es Overwatch, Wacht. Also wenn dann ein Gegner in diese Zone kommt, kriegt er automatisch einen auf den Helm gebeult. Beute natürlich, klar, Siegel, Gold, Juwelen und natürlich auch die neuen Juwelen. Man kann dann Action Points und Bewegungspunkte zurücklegen, wenn man sie nicht verbraucht. Also es gibt ein Action Point und Bewegungspoint System, ähnlich wie in XCOM. Das Spielprinzip ist ja ähnlich zu XCOM. Wobei mir persönlich das Setting sogar besser gefällt, weil es halt, ja, Fantasy, Rückenstiche, genau. Da sollte man darauf achten, das nicht unbedingt zu tun, aber manchmal passiert's. Aber ist nicht ganz unwichtig. Okay, dann gibt es noch manche Sachen, ja, verwickelt. Also ist man gebunden von Gegnern, dann gibt es Deckungssystem, halbe Deckung, volle Deckung, hinter Mauern. Also im Prinzip ein vollwertiges, ja, fast schon wie so ein Pen-and-Paper-Kampfsystem. Also das ist sehr ausgefuchst. Und auch wie in D&D gibt es Statuseffekte. Brennend, frostig, verlangsamt und so weiter. Genau, und hier ist nochmal die Anleitung zur Endphase, die wir jetzt spielen. Verdunklung. In ganz Avalon sind seltsame Spalte erschienen, also Spalten. Die Truppen der Sili und Anzili, das sind diese Feen, sind versessen auf diese dunklen Spalte. Dank ihrer magischen Eigenschaften können die Seed, das sind die Sili im Prinzip, sofort von der Macht der Spalte profitieren. Als Seed erhalten sie bis zum Ende Vorteile. 5% für jeden Spalt. Schaden. Und 4 für jeden weiteren Spalt plus ein Aktionspunkt. Für den 7. und jeden weiteren Spalt. Also wenn die Sili diese Spalte in Besitz bringen, kriegen sie Vorteile. Und das ist der Grund, warum man die Spalten schließen sollte. Außerhalb ihrer Kämpfe können die Ritter der Tafelrunde sich Zeit nehmen, um die Spalte zu schließen. Also, da kann man also im Prinzip die Dunkelsplitter sammeln, so wie ich das verstanden habe. Und die kann man dann wiederum auf dem Sheet-Altar ausgeben, wie gerade gesehen. Also man sollte alle Spalten, ja, so Leuchtfeuer im Boden schließen und einsammeln. Und die Dunkelsplitter einsammeln, genau. Ja, und ganz rechts, wie gesagt, dieser Seed-Altar, da kann man die Splitter dann ausgeben, und das bringt einen partyweiten, das bringt partyweite Buffs, Verbesserungen.
Also, Dunkelsplitter sammeln und damit die Gruppe verbessern. Darum geht es im Prinzip. Also man spielt im Prinzip mit den Helden des bisherigen Contents weiter. Man kann nicht mit einem Level 1 Helden diesen Content spielen, weil es ist Endgame-Content. Ja, das ist ja auch Endphase. Jo, das wär's so grob. Genau, in der letzten Mission, das war diese Level 20 Mission, da habe ich leider meinen Feenritter zu sehr nach vorne geschickt. Ich hatte ja auch schon ein paar Monate gar nicht mehr gespielt, aber er muss dringend ins Hospital. Sir Lancelot ist wiedergekehrt mit einer Wunde von dieser Nebenmission, was wir gerade gelesen haben. Also Hospiz, da kann man Wunden heilen und in der Kathedrale kann man... Nee, Quatsch. In der Kathedrale kann man Verletzungen heilen und in dem Hospiz die normalen Lebenspunktverluste. Genau. Und damit das schneller geht, kann man das mit Gold beschleunigen. Also normalerweise würde es 3 Missionen dauern, was relativ lange dauert, den Feenritter zu heilen von den Wunden. Und hier oben kann man noch also Titel vergeben. Aber ich sehe gerade, Sir Lancelot hat schon Streiter des Glaubens auf Camelot am runden Tisch. Und diese Gebäudetitel, also Meistertitel, sag ich mal, Meisterbriefe, die sind doch nicht ganz so wichtig, weil das senkt nur die Kosten um 10%. Also während auf Camelot die Titel, die richtigen, fördern die Loyalität und das ist wichtiger für den Kampf. Also diese Gebäudetitel, die kann man besetzen, wenn man noch einen frei hat, wie zum Beispiel ihn hier gerade. Dann ist es statt 1900 Gold nur. Aber es ist bei allen Gebäuden gleich, es wird 10% billiger. Normalerweise ist es viel zu teuer, aber ich werde es mal machen, weil wir quasi im Endgame sind und ich will den Feenritter nochmal benutzen. Ja, eine Mission, 900 Gold. Teuer, aber nötig. Weil es der Feenritter ist und weil wir es können. Ja, wie ihr seht, habe ich auch viele Helden gesammelt, also Auswahl habe ich genug. Merlin müsste auch ins Hospiz. Aber der braucht nur eine Mission wahrscheinlich, um zu heilen. Während die Verletzungen... Da muss man in die Kathedrale geschickt werden. 300, das kann ich mir auch noch leisten. Sir Lancelot, der ist Level 17, ist sowieso noch ein bisschen... Ja, aber ich mache jetzt 2 Runden. 2 Missionen. Den brauche ich auch nicht so dringend, weil er ist eh... Erst Level 17, weil man sieht ja, Sir Mordred und Sir Pelleas sind beide 21 und das sind die Hauptkämpfer sozusagen. Und Sir Mordred hatte ich als Hauptheld sowieso fast immer dabei. Vielleicht eine Ausnahme, also mal verletzt war oder so. Oder 2. Gestorben ist, glaube ich, nur Lady Isolde. Aber die habe ich mit einer Schriftrolle wiederbelebt. Glaube ich zumindest. Okay, Merlin muss heilen. Aber er hat nur ein bisschen Lebenskraft verloren. Also Lebenskraft kann man nicht mit Haltringen heilen, die muss man im Hospiz heilen. Eine Mission, okay.
Also es gibt Lebenskraft und Lebenspunkte. Lebenspunkte werden direkt im Kampf abgezogen durch Angriffe und die kann man auch direkt heilen im Kampf mit Heiltränken oder Heilzaubern. Die Lebenskraft kann man nur im Hospiz heilen zwischen den Missionen. So, Heiltränke haben wir noch genügend. Die sollte man immer dabei haben im Prinzip. Die wichtigsten Heiltränke. Und man kann zum Beispiel hier auf dem Übungsplatz seine Helden noch trainieren, das gerade noch Lady Dindrain drin mit 3 Runden und noch 2 Ritter. Die sind nach einer Runde wieder verfügbar und die können dann, ja, die kriegen im Prinzip Erfahrungspunkte dadurch und können so upleveln. Und wenn man uplevelt, kriegt man Skillpoints und dann kann man den Held verbessern. Da gibt es also für jeden Helden einen eigenen Skillbaum noch und ein Inventar. Also ist im Prinzip auch viele Rollenspielelemente drin. Und das finde ich macht die Sache so interessant, also weil ja man alle Helden haben Persönlichkeit. Und dann wollte ich nochmal kurz in die Crypt gucken und wie ihr seht, niemand zu Hause. Das heißt, es ist keiner gestorben. Ansonsten wäre da nämlich eine Grabplatte mit RIP, Requiescat in Pace. Aber wie gesagt, Lady Isolde habe ich wiederbelebt, die war einmal tot. So, kommen wir zum wichtigsten Gebäude, die Tafelrunde. Die habe ich schon komplett verbessert, das sollte man auch tun. Lady Isolde, man sieht, hat nur 2 Lebenskraft und das ist, weil sie einmal tot war, wie gesagt. Und ich habe sie wiederbelebt, aber sie hat noch kaum Lebenskraft, aber ich habe sie seitdem auch nicht mehr benutzt im Kampf. Also alle Helden, die man trifft, landen entweder im aktiven Slot unten oder als Aspirant. Also das heißt, man kann über sie verfügen, auch wenn man sie nicht in der aktiven Leiste hat, weil die ist ja begrenzt. Ich glaube auf 12. Dann gibt es noch Verordnungen, Hoftitel und Gesetze. Ja, da kann man verschiedene Aktionen ausführen. Man kann zum Beispiel Gold fordern, steuern. Man kann Zwangsarbeit verordnen, man kann Gesetze erlassen und Hoftitel vergeben. Und die Hoftitel sind schon wichtig wegen der Loyalität. Da gibt es dann in der Heldenanzeige so einen Balken, wie loyal ein Held zu Sir Mordred ist. Aber man kann auch unloyale Helden mitnehmen im Kampf. Nur wer hat einen Vorteil? Ich frage mich gerade hier, was mit den Gesetzen ist. Sind die aktiv oder nicht? Du kannst immer nur ein Gesetz auswählen. Eins ist, glaube ich, Silber, eins ist Gold. Ich glaube, das ist kaum zu sehen, der Unterschied. Was ist denn jetzt aktiv? Nee, ist beides Gold, wenn man weggeht. Also ist hier jetzt kein Unterschied. Welches Gesetz ist denn jetzt ausgewählt? Hallo? Da muss ich mal gucken, ob das vielleicht ein Bug ist. Ja, ich habe da jetzt keinen Unterschied gesehen. Aber nicht ganz so dringend. Aber trotzdem, ich meine, das ging, ja. Also die Anzeige hat gerade nicht reagiert. Was ich hier doch ein bisschen merkwürdig finde. Und dann gibt es noch die Moralübersicht. Man hat noch einen Moralkompass und durch die moralischen Entscheidungen bewegt sich der Moralzeiger entweder zu rechtschaffen oder böse
und vom Christentum zum alten Glauben. Also von Rechtschaft nach Tyrann, oben unten, und Christentum nach alter Glaube, rechts und links. Und durch die Entscheidung, die man getroffen hat, ich bin jetzt zum Beispiel bei 9,9, Rechtschaffen und alter Glaube, bin ich jetzt hier auf 10 Uhr. Und da werden halt gewisse Dinge aktiv, je nachdem, wo der Pointer hinwandert. Kann man also selbst beeinflussen. Die Entscheidung trifft man im Prinzip durch Story-Mission, nicht durch Kämpfe. Wir haben jetzt die neuen Content-Missionen, alle Level 21, und ja, man sollte also schon mindestens Level 20 sein, um da eine Chance zu haben. Also man sollte schon eine Level 20-Truppe aufwärts dahin schicken, damit man überhaupt eine Chance hat. Natürlich kann man auch mal einen Helden mitnehmen, der jetzt Level 19 ist, aber ja, je höher, desto besser. Logisch. Also das heißt, ich könnte in der nächsten Mission Merlin nicht mitnehmen und den Feenritter nicht mitnehmen, sondern ja, Sir Moritz, Sir Pelleas, und dann muss ich gucken, die beiden sind gesetzt, wen ich dafür ersatzweise mitnehme. Merlin und Feenritter sind nicht verfügbar, weil im Krankenhaus. Sir Ector wäre unser Ersatzzauberer, der auch nicht schlecht ist, nicht ganz so gut wie Merlin, weil ich ihn nicht mehr so oft eingesetzt hatte. Wie gesagt, nur Helden, die man einsetzt, leveln ab, beziehungsweise man kann sie auch trainieren. Wir hätten zum Beispiel als Streiter Sir Balan. Das ist auch ein Hau drauf. Den könnten wir mal mitnehmen. Ansonsten, ja, das ist Geschmackssache. Das werde ich mir noch überlegen. Vielleicht Lady Boudica. Und ja, dann sehen wir uns wieder in den nächsten Missionen. Level 21. Season Verdunklung ab Level 21, genau. So, dann hoffe ich, ich habe euch damit einen kleinen Überblick geben können über Camelot, was man hier so tun kann und was auch neu dazugekommen ist mit Patch 2.0. So, dann gehabt euch wohl und bis zur nächsten Mission in King Arthur Knight's Tale. Ciao, euer Montor.